Jo, mei, herzlich willkommen zu Folge 34 von Let's Play Star und Flag in Universe. Die vierte Season ist das. Das ist quasi Season, das heißt die Jahreszeit, also die vierte Jahr. Ne, das klingt falsch. Hallo und ja, ihr wisst schon. Gerade noch 5 Minuten vergangen, haben nur schnell ein Cappuccino gemacht. Es gibt Essence für alle. Leider nicht sehr viel. 4 Module, das geht schon. Das damit kann ich leben. Das ist doch mal was. Ich müsste auch mal wieder ein bisschen Mais ernten nebenbei. Das werden wir alles noch umräumen, ne? Und sobald das mit den Essenzen hier, Ancient Essence, durch die Decke geht, ne? Ist klar, was passiert. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt mal 3 von den Dingern bauen, ja nicht. Jetzt wird's mir langsam zu blöd. Growing Tree nicht, sondern Hydro-Dingsbums. Wenn ich so finde. Offensichtlich nicht, gut. Werden hier nicht hergestellt, danke. Stimmt, das war hinten. Zwecks, was haben wir denn Essence? Ah, 600, ne? Dauert noch ein bisschen. Dann haben wir hier bald ein ganzes Lager voll. Dann werden wir wahrscheinlich doch für jedes Eisen und Kupfer und Titan und so eine einzelne Reihe von den Dingern machen. Auf Ultimate Seeds, versteht sich. Und wenn wir Ferrozium und Co. haben, haben wir nämlich dann auch den Vorteil. Das heißt, Kupfer und Eisen können sich teilen, das brauchen wir nicht in Massen. Was habe ich jetzt gesagt? Was wollte ich herstellen? Hydro, wo waren die? Ich habe keine Ahnung. Hier so Hydro-Trace. Braucht Dirt. Ich brauche tatsächlich Dirt. Es gibt Zeiten, da glaubt man nicht, was man sieht. Jetzt gehen wir Dirt holen. Wir gehen mal kurz zum Raumschiff, dann gehen wir zu Dude's World. Holz brauchen wir, glaube ich, nicht. Deswegen werden wir jetzt auch nicht ernten. Verschwendet nur Zeit. Der 14.04.2020, wollte ich nur gesagt haben. Mein Frühstück ist zwar halbwegs beendet, aber ich habe noch keinen Mittag gegessen. Dude, Dankeschön. Da hatten wir ja unseren Kollegen daher. Ich gehe auf Standard-NPCs zurück. Es ist so dies. Ja. Entschuldigt mich mal kurz, ich hab's eilig. Hier gibt's zwar keinen Durastahl, das man holen kann, aber Erde. Das ist ja besser als nichts. So. Wir wussten alle, dass ich genau das vorhabe hier. Sieht ein bisschen wirrwarr aus, aber später haben wir den Dings da. Oh, Eisen, guckt mal, es gibt Eisen. Wisst ihr noch, wie wir in Staffel 1 von Starbound Let's Play Together nach Eisen ist unglaublich. Was würde Kronk machen, wenn er den ganzen Scheiß hier hätte? Wahnsinnig werden. Liebe Grüße an Kronk. Ich wollte nur mal sagen, dass es bei Starbound jetzt schon ein bisschen mehr gibt mittlerweile. Reicht ja auch. 1700 sollte reichen. Ich brauche einen mobilen Transporter. Warum gibt es da? Bestimmt gibt es das. Nur ich weiß es nicht. Ich bin wieder der einzig Unwissende. Keine Ahnung davon hat. Xane Prime. Dankeschön. Und weiter geht's. Kurz aufs Handy geschaut. Nein, hat nicht geklingelt. Da waren wir doch vorhin so nach einem komischen Geräusch. Ich höre schon Geräusche, wo es keine gibt. Deck. Das Futter kommen wir später noch. Erstmal noch kurz was. Gold Schokolade bringt ja mittlerweile gar nichts mehr. Gebackene Kartoffeln. Nein, ich verkaufe immer noch kein Mais. Ja, ich habe ein Getränk übrig gelassen. Habt ihr damit ein Problem, Mythos? Ist das nicht schön, wie lieb ihr mich alle habt? Ich finde das toll. Fresst, meine Kleinen, und vermehrt euch weiter. Also in Eiern. Ausschlüpfen sollen die jetzt möglichst mal nehmen. Sell, 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 sell. Nein, nicht die Figur aus Dragonball, sondern ihr wisst schon. Es gibt wieder ein Poison Fluffle Egg. Wie schön. Kohle, 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 Kohle. Was riecht da von Kohle? Ist doch keine Kohle. Und ich wollte die Hydro Trace, ne? Ich hab's nicht vergessen, was ich wollte. Keine Sorge. Ich weiß, warum ich hier bin. Warum seid ihr hier? Warum schaltet ihr hier rein? Was macht ihr hier? Seid ihr sicher, dass ihr das wisst? Könnt ihr das wirklich immer behaupten, dass ihr das genau wisst, was ihr gerade macht? Meistens. Wäre auch gesünder zu wissen, was man macht. Die Scheißfigur könnte echt mal nach hinten. So. Die Hydro Trace waren ja tatsächlich oben. Deswegen ich mal kurz 3 davon baue. Ich könnte ein paar mehr bauen, aber genau genommen. 1 mehr. Aber wozu? So. Reicht dann überhaupt der Strom? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich sollte den Watcher bauen, ne? Aus Sicherheitsgründen.
Du solltest nicht gleich das Ding mit runterholen. Du hörst runterholen. So. Die Lampen ersetzen wir später durch andere, nehme ich an. Plattform. Ich wollte da keine Bonbons. Achso, ich muss ja erstmal die Plattform wieder hinstellen, ne, damit er weiß, was er zu tun hat. Dankeschön. Zack. Auf Wiedersehen, schaut hier bald wieder rein. Der hat etwas Spaß, muss ich sein. Dann habe ich die Bühne frei. Dann hängt die mit dabei. Ich weiß, ich singe. Nein, ich. Egal. Muss ja eben. Es muss ja auch mal weitergehen im Leben. So. Es muss weitergehen. Die Show muss immer weitergehen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Die Show muss weitergehen. Die Show muss weitergehen. Da 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 da. Entschuldigung. Ist mit mir durchgegangen. Haben wir hier einen Abstand? Ja, hat man. Danke. Machen wir hier hoch. T. T wie das da. T wie vor allem Repeater. Repeater hinsetzen, dann machen. Der grüne Punkt sieht da sowieso viel cooler aus. Wenn ich ihn finde. Ich habe keinen Repeater mehr mit drauf. Eine Frage. Kann es sein, dass das hier völlig der... Ich baue den mal kurz ab. Sobald ich rankomme. Können wir da wieder dran bauen. So. Nee, das ist nämlich irgendwie gefühlt gerade ganz falsch hier. So, jetzt doch von Rot nach Blau. Rot nach Blau, von Rot nach Blau, nach Blau, Rot nach Blau, kriegt ihr auch alle schön Strom. Weiß kein Mensch. Erfahren wir später. In einer anderen Folge. Boom, 90 Korn. Der nächste. Die Algen. Boom. Das. Was wir am allerwenigsten brauchen übrigens. Das. Weiter geht's. Wasser. Ich könnte schon längst wieder den Dingsdorf haben, ne? Fällt mir gerade auf. Egal. Dummerweise geht hier ja keine Autobefarmung mit Wasser. Algen. Dankeschön. Kein. Zack. Alles gleichmäßig verteilt. Wunderbar. Das könnten wir tatsächlich automatisieren, wenn wir wollten. Brauchen wir jetzt aber nicht. Ah, wieder ein Problem gelöst. Immer her damit. Ich kann es gebrauchen. Denn ich bin gierig. Da. Oh Gott, wenn wir Large Corp haben, dann werden wir hier noch ein bisschen Arbeit haben, würde ich sagen. Ihr wisst, was ich meine. Zwecks Hintergrund abbauen und so. Wir können ihn ja nie einfach übermalen. Für die Überarbeitung, oder? 24, dankeschön. Weg mich. Na, es hängt schon wieder viel zu sehr. La, ich hole ein Gewehr. Da, 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 da. Schade eigentlich, dass ich nicht zum Amokläufer tauge. Also, jetzt mal aus rein psychologischer Sicht, ne? Engine ist 80. Weniger geht wohl nicht mehr. Haben wir 97? Okay, weiter geht's. So, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Wir wollten immer noch Durastahl. Wir sind die ganze Zeit hier, um irgendwas anderes zu machen, von dem ich wieder nicht weiß, was. Wieso? Aber gut, eins nach dem anderen. So, Large Core, was brauchen wir noch aktuell? Immer noch Titan. Sollte nicht das Problem sein, wir haben ja nur 20 geopfert für die Entwicklung weiterer Bahnen, die entsprechend schnell sind. Hier unten wissen wir es immer noch nicht so ganz. Junction oder so. Oder ein Chor einfach. Den könnten wir jetzt wahrscheinlich schon bauen, oder? Wollen wir das aber?
Und wollen wir hin in eine Cross-Section. Ich bräuchte das mal als Shortcut hier oder so. Wächst langsam, ne? Merkt man. Einzelner Core wäre ja nochmal genau dasselbe, was wir jetzt haben. Also die Wohnbereiche könnten wir ganz links nach links unten erweitern, so viel wir wollen. Fürs Erste. Können wir jetzt auch umbauen gehen, zum Spaß und der Freude. Daneben die zwei wollten wir gucken, die Viehversorgung. Da wächst schon Eier, auch nicht schlecht. Die Schneiderei. Achso, eine Viehversorgung müssten wir über drei Felder. Haben wir da eine Junction dazwischen, dann links und rechts jeweils. Auf der einen Seite Flufflos, auf der anderen Hühner und dann nochmal eine Etage tiefer nochmal oder so. Reicht dann einfacher Durchgang? Ich weiß es gar nicht, die sehen gar nicht so toll aus. Apropos, jetzt müssen wir wieder Menü anschalten, ne? Dann sehe ich nichts. Nur mal so nebenbei, ne? Nee, ehrlich, beim besten Willen. Ne. Aber es läuft so schön flüssig, nur mal so nebenbei, ne? Das ist jetzt auch wieder merkwürdig. Ist das schon was? Egal. Wir wollten hier runter. Wo sind wir denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung, von hier aus sehe ich so wenig. Das ist vielleicht etwas nicht safe in Quid, danke. Ist vielleicht ein bisschen so viel besser zum Bauen. Hier bauen wir Resident Chef, dann müssten wir hier das geht immer, das war Blödsinn. Junction, das wäre noch eine Option, die das nicht. Dann, wenn dann jetzt in Abbiegung. Apropos, wo haben wir die? Nordost, NE, oder? Ja, die hier. Was fehlt uns da? Glas. Uns fehlt mittlerweile Glas. So weit ist es gekommen. Das müssen wir nachholen. Wieso fehlt uns Glas? Kann gar nicht sein. Nehmen wir kurz. Also die Ecke könnten wir schon mal bauen. Warum aber wollen wir da eine Ecke bauen? Um da rumzugehen. Klatsch. Und dann hier eine Halle zu bauen. Und darunter könnten wir noch eine bauen. Leck mich, Corner NE. Das brauchen wir 20 Liter. Jetzt alles billig. Geht. Klatsch. So, weiter geht's. Ich hole mir gleich eure Eier, keine Sorge. Dinge, die man sonst nicht sagen würde. Oder zumindest sehr unwahrscheinlich. Dinge, die man nie sagen würde, unter normalen Umständen. Ah, die Reichweite gefällt mir jetzt so. Ein paar Spotlights in die Seite. Oder was auch immer wir gerade Schönes haben. Natürlich wieder normale. Ne, lass gut sein, Tungsten. Und auch hier werden wir den Hintergrund irgendwann geschickt wegnehmen. Oder? Irgendwann. Einmal. Irgendwann, aber nicht jetzt. Hier könnten wir jetzt einen Gang durch, der so gar nicht geht, weil wir bräuchten eigentlich noch eine Northwest Junction, die wir hier gar nicht brauchen. Warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Hier könnten wir einen Core. Nee. Cross Junction. Total verbaut jetzt schon wieder, oder? Bestimmt. Egal. Also das Hotel links geht immer weiter runter. Irgendwann mal nach rechts abbiegen. Hier haben wir Durchgänge für... Hier ist die Schneiderei. Vollkommen wurscht. Hier haben wir Durchgänge für irgendwas anderes. Was ich noch gar nicht weiß. Wahrscheinlich nur als Durchgang. Dann die Viehproduktion könnt ihr jetzt hier angehen. In lauter Gängen. 1, 2, 3, irgendwas. Das heißt, hier müsste man... Oh, also hier. Jetzt mal dem roten Fadenkreuz ganz rechts im Bild. Solange ihr seht. Hier müsste dann Umgang T-Junction oder Cross-Junction... Nee, T. Fertig. Also, ne, West-Ost-Nord.
das hier abgeschlossen ist. Hier bauen wir einen langen Gang, der dann irgendwann da hinten wieder anbündelt. So könnten wir das machen. Dann könnten wir hier 1, 2, 3 oder so nacheinander stellen. Schon hätte man das Problem mit den Viechern nämlich auch erledigt. Also bräuchten wir jetzt sowas. Das ist schon wieder Ressourcenverschwendung, aber scheiß drauf. Wir haben es. Und vor allem haben wir es jetzt gemacht, denn damit ist es fast da. Gehen wir mal ein bisschen näher ran, dann oben sehen. Das ist mir schon wieder zu nah dran. Obwohl, fürs Raumschiff geht es ja gerade noch. Ich würde gerne diese kleinen Zwischenwege hier wegkriegen. Das geht mir echt auf dem... Ihr wisst schon. Und hier könnten wir jetzt irgendwo einen größeren... Greenhouse eher nicht. Zumal das Weg nach unten hat. Korridor, ja. Langer horizontaler Korridor geht auch. Glass können wir mit Rail Running through it. Ach komm, wir machen es fertig. Ach du so war das nicht gedacht. Andererseits. Haben wir dann natürlich hier den Vorteil, wenn wir das so machen, dass wir recht schnell vorbeikommen an den Viechern. Und ja, wir alle wissen, dass ich die hier trotzdem reinklatsche. Da kenne ich nichts. Das ist sogar gar nicht mal so unpraktisch. Absolut nicht. Oh, und hier jetzt eine Tür dazwischen. Problem gelöst. Ja, dann haben wir ja doch genau den richtigen Durchgang gefunden für die Tierchen. Tür, Tür, Tür. Ich rede mir das nur schön. Aus Überzeugung, danke. Das Problem ist, jetzt muss ich die Viecher natürlich alle mit dem Relocator, ne? Ihr wisst Bescheid. Oh Gott. Die Pomona-Lade-Durchgänge. Hier wäre jetzt tatsächlich... Also brauchen wir mal eine Wiring Station. Ich sag's nur so ungern, aber es wurde Zeit, dass wir die auch mal machen. Und hier können wir tatsächlich nüt um die Ecke gehen, ne? Das sieht sowas von schade aus. Warum bist du so? So, Menschen. Dankeschön. Hier können wir mal die Lichter anbauen, die wir irgendwann mal machen wollten. Okay, fall ich runter? Nein, ich hab's geschafft, nicht zu dashen aus Versehen. Ich bin echt beeindruckt von mir selbst. Dass ich das geschafft habe, ist echt... Es überrascht euch wahrscheinlich genauso sehr wie mich. Oder vielleicht nicht einmal so sehr. Wer weiß. Habt ihr mittlerweile so viel Vertrauen in mich? Was ist nur los mit euch? Kein gesunden Menschenverstand? Was soll der Quatsch hier schon wieder? Macht ihr keinen Unfug. Dreh ich durch. Na also. Natürlich hole ich mir das. Was habt ihr denn gedacht? Ja, ich will doch nur... Komm, hängt doch... Nein, ich will nicht ins Menü. Danke. Da will ich hin. Also müssen wir die Relocator, Wiring Station, ah Gott, was wir so alles machen müssen. Und die Viecher sind am Populieren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und ihr versteht. So, für die Gänge könnten wir weiter das Licht nehmen oder ein anderes zwischendurch. Wechselsymmetrie. Egal, lassen wir jetzt erstmal. Licht ist genug hier. Du kommst allerdings weg, du nervst. Ein ästhetisches Empfinden. Du hier sowieso. Wieso bist du so weit runtergefallen? Kann doch nicht wahr sein. So. Zack. Na, seht ihr? Hier lassen wir uns Kisten oder so. Was ist der Geier? Und die Barrenernte. Ist das nicht schön? Essence kann man immer gebrauchen. Ganze 80, so ein Scheißdreck. Na kommt, weiter Titan und weiter Silber und weiter von allem etwas dazu, was ich gebrauchen kann. Ich gebe es zu. Ich bin auf Barrenscharf. Komischer Fetisch. So. Ja, ich bin auf Barrenscharf. Ich bin auf Barrenscharf. Okay, plus. Wir wollten doch nicht mehr singen. Mann, den Spruch habe ich schon lange nicht mehr gebracht. Mindestens 100 Folgen oder so. Oh, vielleicht noch Mobile wieder genug. Jetzt brauchen wir erstmal für Dings da. Apropos. Ich mach das nur, um mal gleich mal hier die wichtigen Sachen des Lebens. Viehfutter. Da gehen wir nämlich hin, machen das. Haben wieder was geschafft. Und da bist glaubt ihr nicht, aber wir haben tatsächlich wieder was geschafft in dieser Folge. Das war erstaunlich viel. Und die Plattform müssen wir eigentlich mal setzen. Klatsch.
Bin ich jetzt näher dran als sonst ohne Kamera, oder? Nee, das ist, glaube ich, immer noch zu weit. Das, sonst wird das nicht. Ja, besser. Ich will auch ein bisschen was sehen hier. Ich glaube, das muss ich mich jetzt vom Bildschirm wegbewegen, aber für euch, ne, gerade für die, die auf dem Bildschirm angucken, ist nicht so ist schlimm, weil ihr solltet nicht direkt vom Fernseher sitzen. Warum guckt ihr am Monitor bitte so ein Spiel? Und wenn ihr aufs Handy guckt, wird sich wahrscheinlich auch darüber freuen, dass es so ist. Nein, die Eier verkaufen wir. Wissen wir noch, dass ich das so mache. Die Räume haben wir immer noch nicht ausgesetzt, das werden wir später mal machen. Alles zu seiner Zeit. Wenn ich Zeit für den Quatsch habe. Wir haben doch keine Zeit. Das wisst ihr. Einfach nicht genug Zeit. Nein, kein Mais verkaufen. Ich fresse es auch doppelt mehr. Kriege ich halt doppelte. Ja, ich stoffe. So. So. Ja, ist eindeutig zu nah dran. Sorry. Na, ich will doch. Das werdet ihr hier. Mich nie wahnsinnig machen. Da oben haben wir auch noch ganz viel Raum. Ja, wir haben jetzt mittlerweile mehr Raum, als wir gerade praktisch verbauen können. Was kein Nachteil ist, wie ich betonen möchte. Hört doch mal auf mit der Scheiße. Ich will die Mining Station bauen. Lasst mich einfach durch bis zur Mining Station. Ich merke, dass das langsam aber sicher hängt. Mining Station, wo gibt's die? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Roger, was brauchen wir dafür eigentlich noch? Carbon Plates, ist nie das ganz große Problem? Denke ich jedenfalls. Aber wo? Nein. Okay, danke. Wollte ich bloß wissen. Hier brauchen wir noch Durastahl alles, ne? Ja. Wir kommen der Sache ganz nahe. Hier schon mal nicht, geht klar. Wie viel haben wir eigentlich mit. 170, ne, das reicht noch ein bisschen. Andererseits kann man nie genug haben, also. Ich denke 1000 Copper Wire reichen erstmal für die nächsten 2-3 Räume. Und jetzt. Ich kann sie nirgendwo herstellen. Das ist schön zu wissen. Dann müssen wir doch mal ins Dings reingucken. Weißt du, was ich jetzt wieder nie aufgebaut habe, was noch. Das ist wieder ein Standard Starbound Dingsbums. Geht klar. Soll heißen, dass es im freaking Universe nichts gab. Mining Station. Mhm. Kein Auto vorstehen. Das Architektentable. Haben wir noch? Oder auf welcher Stufe? Achso, du bist noch nicht. Ich muss dich erst noch upgraden, ja? Das ist jetzt etwas kontraproduktiv. Wenn ich dafür Durastahlbarren brauche. Aber gut, das war ja sowieso unser Ziel, ne? Was? Natürlich war es das. Irgendwann einmal. Vor langer Zeit. Wo wir schon mal hier sind, können wir ein paar Barren mitnehmen. Kupfer gibt es auch noch. Das geht schneller mit den Copper Wires als mit den Copper Wire Pflanzen. Logischerweise. Kannst nicht ändern, wir werden es machen müssen. Ob es uns gefällt oder nicht. Denn ich sehe hier keinen großen Vorrat an Durastahl im Inventar. Also runter Durastahl holen. Nicht den anderen Planeten. Den muss ich mir nicht nochmal anschauen. 23 Minuten. Mhm. Tja, ne? Wir bräuchten Dürerstahl, ob ich mir Sorgen lasse. Wo wir den großen Chor wahrscheinlich schon längst machen können. Für den wir eigentlich noch gar keine Verwendung haben. Bei Mivel gucke ich mir gar nicht erst an. Gibt's eh nicht. Baron könnte klappen. Wasteland. Gibt's da nicht Dürerstahl sogar noch? Und so? Cyber wie Dings dann eben auch. Ich habe zwar keinen Master Manipulator, aber wir bauen immer noch schnell genug ab, um. Müssten wir mal upgraden, mal. Mond, Priestwood Atmosphäre, das sehe ich mir jetzt gar nicht. Es gibt keinen Durastahl, ihr kennt mich kreuzweise, Spare Parts interessieren mich nie. Precursor sind bestimmt schön, aber nichts für mich. Dann auf zur Baron-Welt, was haben wir hier noch?
Underwood heißen. Gateway, genau. Scientific Research irgendwas. Alien, aha. Glitch Techno Wizard Tower. Mhm. Denn die 5 haben wir hier angeguckt, oder? Hier gibt's Durastall. Fauna. Boah, das war klar. Wie sollte es auch anders sein? Komm mit, Kumpel, du darfst uns verteidigen. Und dann nehmen wir mal kurz unseren Mac. Also den Mac, den ich in der Tasche habe. Ich habe ja einen Taschen-Mac. Versteht ihr, was ich... Okay, lassen wir das. Guck mal, was ich hier in der Tasche habe. Ziemlich großen... Okay, das ist wirklich merkwürdig. Verstehe gar nicht, wie so andere Leute gerne so eine Witze machen. Wir haben ihn noch nicht angeguckt. Wir machen es also jetzt. Ja, so mächtig ist der jetzt ja eher nicht. Würde ich mal so sagen. Bringt tut er uns hier sowieso nicht durch, denn hier ist nichts zum Kämpfen. Gott, ich komme dann immer hier durch. Ernsthaft, muss ich jetzt alle 3 Sekunden aussteigen wegen dir? Oh Gott, ich hasse es jetzt schon. Guck mal, ein bisschen Licht in die ganze Sache rein hier. Gut, dass wir den Pokéball mitnehmen können. Das würde ich hier wahrscheinlich verzweifeln. Und der nimmt okay Items mit, wenn ich da drin bin. Aha. Wieder was gelernt. Okay, Kumpel, du bist zwar süß und so. Wie hole ich dich hier zurück? Gut. Ach, bei dem Pokéball mit dir. Bleib, wo du bist. Ich habe mehr vor. Sorry. Da ist Durastall. Da ist noch etwas, was ich unbedingt brauche. Dankeschön. Hier gibt es alles, was wir brauchen. Violum, Erosion und Dingsbums. Oh ja. Wir sind in der richtigen Welt. Auf der richtigen Ebene. Die Monster sind unter uns. Können uns nichts. Könnt mich alle mal gern haben. Da-dam-ba-da-dam-ba-da-bam. Wo wir gerade dabei sind. Das macht immer wieder Spaß. So, dann könnten wir ja ein bisschen farmen. Wir wollten Durastahl, ne? Gut. Warum nicht auch ein bisschen was anderes mit dem auf dem Weg? Auf jeden Fall ist das eine gute Welt fürs Abbauen von Ressourcen. Also dieses komische Zeugs, was ich wieder nicht gebrauchen kann, ne? Ja. Egal. Kumpel, mach dich mal nützlich, hier ist ein Gegner. Gegner! Du siehst dich gar nicht, ne? Oh, Homo. Lass deinen Herrn und Meister einfach komplett allein links liegen. Genau. Jetzt wäre natürlich der günstige Zeitpunkt, den Mac auszutesten. Leck mich doch an. Wer wollte hier mit mir kämpfen? Okay, Wirkung hat er schon mal. Das wissen wir jetzt bestätigt. Hasen killt ja auch ganz gut. Muss man lassen. Schönes Leveler. Guten Augenblick. Sieht aus, als ob man dir schnell mal ein paar... Das wäre mal in der nächsten Folge. Eine ganze Folge mal machen wir. Mich retten muss, da drüben ist mein Mac. Was für ein Mac bist du? Da, 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 da. Schnapp sie dir alle. Ich frage mich, was die große Variante ist. Kann er noch graben? Also, ich meine, ist ein reiner Kampf-Mac, ne? Oh ja, komm. Das war. Das ist vielleicht. Fliegen kann offensichtlich auch, aber braucht Energie dabei. Thank you.
Dirt sammeln wir nebenbei auch noch ein bisschen, weil, why not? Und da ich so schnell durch den Dirt durchkomme, ne? Nehmen wir hier mit, was wir können. Hey Mac, kommst du mal noch? Danke. Egis halt, können wir alles gebrauchen, können wir damit. Kein Mensch weiß wofür, aber wir haben es. Ich finde ihn lustig, der hat sich gelohnt. Aber total, war auch nichts anderes hier. Jetzt muss ich wieder hochspringen hier, typisch. Ja, von mir aus. Oh, das hat sich ja super gelohnt. Tempel, dann brennen wir uns nochmal durch. Im großen Stile, versteht sich, weil Kohle. Ich mag Ressourcen. Dum, 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 dum. Warum habe ich das nicht eher gemacht, ey? Hätte schon viel eher mal probieren sollen. Ganz klar Fall. So, liebe Freunde, ich gehe nochmal kurz die Abkürzung nehmen. Weil Tempel. Tempel sind schön und so, aber man muss sie auch nicht übertreiben. Wenn ihr hier 5,6 Waffe, das gefällt mir. Und irgendwas, was ich verkaufen kann. Und ein paar Module. Ja, ich würde, wenn schon, denn schon alles mitnehmen. Also so bin ich jetzt nicht. So hardcore muss ich jetzt auch nicht eingestellt sein. Scheint hier nicht zu sein von Wert. Unsere Aviana-Zwecks haben wir ja schon alles gescannt. Wunderbar. Ob es Ancient Essence gibt oder nicht, ist mir auch egal. Aber ich nehme natürlich mit, was es hier drin gibt. Eine Tech-Card. Okay. Da war ein Monster? Nein, es war nur ein kleiner Wurm. Aber selbst die könnten auf der Stufe hier echt gefährlich werden. Deswegen Vorsicht. Man weiß ja nie. Freund der Mac würde ich gleich wieder begleiten. Keine Sorge. Nicht dashen. Ach Jutta, ist das nicht schön? Wollen wir eine extra Folge nur für den Mac einlegen? Verdient hätte er sich, so cool wie er ist. Okay, Folge 35 dann mit dem Mac. Wir sehen uns. Xenout!